vergiss es, dass sie mich kriegst du da nicht nochmal rein. Wenn ich sterbe, siehst du das an der Anzeige, wo die Map drauf ist. Okay, ich sehe dich auch so, wie du läufst. Du blauer Punkt. Jetzt kommst du zurück. Oh nein, er hat dich eingesperrt. Er kommt. Er huntet. Er ist ganz, ganz oben. So, alles klar. Wir sind zurück in Phasmophobia. Jetzt sind wir im Prison. Wenn du jetzt hier guckst, hier hast du die Map, wie groß das Ding ist. Und mit dem Schalter kannst du noch den Platz wechseln. Also die beiden Maps gehören zum Gefängnis. Ja, wir haben jetzt erstmal auf Anfänger gemacht, weil das Gefängnis doch extrem groß ist, auch für zwei Leute. Es sieht halt riesig aus. Aber wir gucken mal. So, die Aufgaben. Ziel 2 ist Schrott. Brauchen wir nicht. Reinigen Sie den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen. Haben wir. Und Salz haben wir auch. Der Geist heißt John Clark. Versuch mal das Funkgerät. Warum hörst du mich denn immer nicht? Mach jetzt noch mal die normale Push-to-Talk. Ja, bitte. Jetzt geht's. Hä, das ist immer, wenn du anmoderierst und wenn du hier vorliest. Weil ich die ganze Zeit gesagt habe, was wir hier machen müssen und du quatschst und quatschst und quatschst. Ich so, okay, hört mich wieder nicht. Dann sag ich, ja, der Geist heißt John Clark. Und du sagst, der Geist heißt John Clark. Ich, Alter. Ja, ich weiß nicht, vielleicht musst du immer erst einmal den Funk machen oder so. Warum? Keine Ahnung, ich weiß nicht, warum das bei dir... Ja, ist doch voll dumm. Du hast sogar das bessere System als ich. Ergibt gar nicht Sinn. Was habe ich? Sogar das bessere System als ich, deswegen... Vielleicht liegt das auch an der Maus, weil wir das ja letztes Mal eigentlich, glaube ich, nicht hatten, ne? Mit der anderen Maus. Möglich. Ich weiß gar nicht. Ja, mit der anderen Maus ist schwer zu sagen. Du kamst an die Taste nicht. Hä, hey, doch, da haben wir es auch umgestellt. Ja, aber das war doch voll kacke für dich. Ja, bist du jetzt mal fertig da? Ja, alles wartet auf dich. Ich hab schon alles, du Jaffel. So, dann wollen wir mal zusehen, dass du in den Knast kommst. Denk dran, ich hab das Buch. Aber wo muss ich denn hin? Wo müssen wir denn hin? Keine Ahnung, ich folge der gelben Linie. Weiß. Ach du Scheiße, ey. Ja, ich glaube, hier ist richtig, hier ist eine Schranke. Alter, es ist jetzt schon so groß. Oh. Ja, ich komm doch dran vorbei. Hä? Hä? Nee, kommt man nicht. Auch nicht, wenn du gebückt gehst, oder? Okay. What is this? Wo müssen wir denn hier rein, oder musst du hier irgendwas drücken? Ich weiß nicht, wo ist... Ist hier noch eine Tür? Die ist voller... Irgendwie wie bei einer Tür hochmachen? Vielleicht hätten wir am Auto links gemusst oder so. Da ist ja auch noch ein Gebäude. Was ist das denn, ey? Ja, direkt am Auto ist die Tür. Boah, wie doof, ey. Ja, geil, das kann auch nur uns passieren, oder was? Ja, voll super. Aber ich sehe nichts, hier ist voll neblig. Das mit dem Nebel ist auch hier, dass das. Das vom Wind. Oh, die geht nach außen auf. Das hier die Gitter, die, also der Maschendraht, der klackert die ganze Zeit. Ich trau mich hier nicht rein. Stopp. Alter, wie willst du enter until instructed by officer. Wie willst du hier rauskommen? Ey, dich hat kein Officer da durchgelassen. Vor allem, ich finde hier ist die Voodoo-Puppe raus. Nein. Doch, hier. Wo? Hier auf dem Tisch direkt vorne. Ach, da bin ich voll dran vorbeigelatscht, ja? Was war das? Ich gehe drauf. Gehört. Ich gehe sowieso wieder drauf. Okay. John Clark, wo bist du? Hier sind Handschellen. Kannst du die nehmen?
Alter, das ist ja riesig. Okay, hier komme ich nicht durch. Ich habe jetzt schon das Gefühl, ich werde mich verlaufen. Ich habe das Gefühl, mich beobachtet hier irgendwer, ey. Ich habe eben gedacht, ich komme durch die Türen hier nicht durch, aber ich habe die E-Taste gedrückt statt der Maus. So ein Held. Mach nicht mal Licht an, ey. Ach ja, wir haben ja Licht. John Clark, wo bist du? Gott. Hier finde ich nicht raus, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich glaube auch, dass ich mich verlaufen werde. Ey, hier sind Zellen. Wo ist denn hier das Licht? Der Lichtschalter. Die große Tür ist das gleiche. Boah, blende mich doch nicht, du alter Eierkopf. Hey, wie geht denn hier Licht an? Hier sind gar keine Lampen. John Clark, wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Ein Donut, der sieht sogar noch gut aus. Schrank. Schade. Überdimensional große Handschellen. John Clark? Ich höre dich nicht. Wo bist du? Ja, irgendwo hier. Du bist links gegangen, ich bin rechts rumgegangen. Emma kam rechts rum. Bist du durch eine Zellentür gegangen? Nein, ich bin hier. Du bist wieder beim Anfang. Hier, da. Ja. Hä? Wir sind doch nicht am Anfang. Doch, hier vorne ist die Tür, wo wir reingekommen sind. Hä? Hier? Nein, du kannst doch hier hoch. Ja, von wegen, ich bin am Anfang. Ja, du kannst hinten Alter, auch durch die Gitter gehen. Wie sollen wir hier wieder rauskommen? Ja, wie sollen wir hier wieder rauskommen? John Clark, gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Alter, das ist so riesig. Hallo, hör mal auf mich zu blenden. Die Kameras sind intakt. Nicht auch. John Clark, bist du auf der Toilette? Wo soll denn der hier bitte rein? John Clark, bist du auf der Toilette? Die Klos sehen aus, als hättest du die geputzt. Pass mal auf, Kollege, wir können ja mal einen Vergleich machen gerade. John Clark, bist du hier? Schon wieder Handschellen. Es wäre halt schön zu wissen, wenn der Geist nur auf Einzelpersonen geht. Oh, dein Licht ist eben weggegangen und ich dachte, Strom ist aus. Hier geht's runter. Und hier sind wieder Zellen. John Clark, oh Gott. Gibt's 17, hier kein Licht? 17 Grad. Was war das? Du? Ich hab die Zelle aufgemacht. Warum gibt's denn bei denen kein Licht? Hier ist ein LED-Panel. Die Frage ist, wo ist der Lichtschalter? Ja, eben. Der Strom ist aus. Oh nein. John Clark, bist du im Büro des Direktors? Ich setz die Kopfhörer ab, wenn hier irgendwas gruselig wird. Ich hab jetzt schon richtig Schiss, obwohl hier noch gar nichts ist. Alter, ich glaube, den suchen wir ewig. Ich glaube, der Knast ist eine Nummer zu groß für uns beide.
Selbst wenn ich geguckt hätte, wo der Stromkasten ist, ich hätte ihn nie gefunden. Wo ist der? Keine Ahnung. Ich sag ja, selbst wenn ich geguckt hätte. Hier sind 13 Grad. 12. Er macht uns auf jeden Fall alle. Er könnte hier in dem Raum sein. John, bist du hier? Gib uns ein Zeichen. John. Ich habe was gehört. Und ich hatte gerade 11 Grad. Ich weiß nicht, kann es nicht zuordnen. Oh Gott, ey, ich will hier, glaube ich, einfach nur wieder raus. Hier sind auch 13 Grad. John Clark, John? Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? John, bist du hier? John, bist du da? Nee, er ist hier in dem Raum. Oh, Alter, wo denn du? Ja, hier, ich hatte 11 Grad eben. 13. Nee, Flesse. Noch woanders. Nee, der ist hier. John, gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Wo be... Was war das? John? Bist du hier? So ein kleiner Bildschirm. Gib uns ein Zeichen. Ich gucke wegen Orbs auf der kleinen Kamera, aber nicht um Orbs. Wo denn? Hast du das gehört? Wo denn? Es hat sich angehört wie eine Tür, so ein Quietschen. Nee, eine Tür habe ich nicht gehört. Ich hätte so, jetzt... Nee, so als wenn Metall so... Ja, das können hier diese Gefängniszellentüren sein. Und da uns ist so eine Art Cafeteria. Wo bist du? Hier. Ich glaube, der ist hier. John? Boah, ist das scary hier. 10 Grad. Ja, hier drin sind 10 Grad. Der ist hier. Wir holen, ja, hier wir rüsten den Kameras. Raum hier aus. Ich habe die Kamera schon dahin gepackt. Was hast du noch außer das Buch? Das Buch. Wie mehr hast du nicht? Schrei. Und den IMF, aber der geht ja nicht an. Ah. Schreib ins Buch. Okay, lass mal Sachen holen. Schmeiß den IMF hier erstmal hin. Dann haben wir den hier drinnen. Weißt du überhaupt noch, wo wir lang müssen? Ja. Weißt du nicht. Wir müssen hier und dann irgendwie eine Treppe runter. Genau. Die war wo? Hier. Hier. Aber hier sind auch keine Pläne an der Wand, ne? Oder Schilder? Nee, gar nichts. Nee, sind wir von hier überhaupt gekommen? Nee, die Tür ist ja zu. Scheiße, wo sind wir? Aber hier sind wir gewesen. Weiter, da ist die große Tür, dann sind wir im Hauptflur, im Eingangsbereich. Jetzt weiter oder was? Nee, hier. Gott, schnell raus hier. Didu, 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 didu. Weg, boah. Ach, wir haben hier noch einen Weg bis zum Auto, ey. Ja. Ich denke gerade, wo steht der Van? Weggefahren. Geklaut. Schnell. Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob wir diese Quest schaffen. Und wir haben jetzt schon kaum noch Sanity. Mal gut, dass ich viermal die Pillen eingepackt habe. Hä?
Ich denke, du hast die Kamera da hingelegt. Habe ich die nicht angemacht? Oh, dein Ernst. Da ist Dann ein Orb. Orb. Das ist in dem, da wo wir waren, unten drunter. Wir waren hier oben links auf diesem Geländer, also ich war auf diesem Geländer. Ja, stimmt, wir sind da oben und der ist unten. Ja, das ist der Raum, wo wir die Kamera, aber wir sind, das ist ja dann unten. Da muss ich die Kamera noch mal runterholen. Ja. Hörst du mich überhaupt? Ja. Okay. Was war das? Aber ich sag mal, der Raum ist so riesig. Naja. Ich gehe nicht davon aus, dass wir das überleben. Ja, ich schmeiß mir schon mal ein paar Pillen. Bin ich ehrlich, also. Was hast du jetzt eingesteckt noch? Gar nichts gerade. Ich habe mir Pillen reingeschmissen. Okay, da ist noch die UV. Jetzt nicht mehr. Willst du eine Kamera mitnehmen oder ein Kreuz und das schon mal hinschmeißen irgendwie? Ich nehme eine Kamera mit. Ja, ist glaube ich das Beste. Falls wir die Quest nicht schaffen, einer stirbt, dann nehmen wir ein Foto vom Geist Kamera mit. fix. Oh Gott, du bist. Alter, das hättest du jetzt mal eben mich sehen müssen hier, ey. Hätte Ich ich bin richtig gern. zusammengezockt. Oh. Scheiße. Aber ich habe hier auch Ne. gerade ein ganz anderes Gruselfeeling als Ja, sonst. also hier ist schlimm. Also ich finde, Das zu ist so. zweit ist das Spiel nicht so gruselig wie alleine. Alleine bist du richtig, also ich bin alleine richtig paranoid. Aber auf der Map hier. Was mache ich denn hier, ey? Es müsste Wie doch komme hier ich denn durch jetzt? sein, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, Hier ist müsste ich Wasser jetzt an. eigentlich Hier hier. ist Wasser an, hör mal. Oben drüber. Der muss doch oben sein. Das ist oben. Wo sind wir denn? Hier müssen wir rein. Hier ist die Treppe. Ja, aber wir sind ja dann oben. Aber ich dachte, wir müssen nach unten. Wir müssen ja noch die Sachen von oben auch noch holen. Aber oben ist Wasser an. Wenn ich mich nicht Ey, ich höre täusche. doch gar nichts. Ich höre überhaupt nichts. Ja, wir müssen erstmal dahin. Ja, woher willst du denn wissen, dass Wasser an ist? Ich habe einen Wasserhahn gehört. Hä? Hier, ich höre ihn. Ja, wo ist das? Ist doch unten. Sag ich doch. Ja, dann müssen wir jetzt noch mal runter und dann müssen wir noch mal hoch die Sachen holen, weil wir voll sind. Ja, ich bin voll. Oder wir können es doch hier auch runterschmeißen. Wir müssen doch eh in den großen Raum. So. Geht das? Ja, ich hab's übers Geländer geworfen mit G. Ich weiß, dass das G ist. Oh nein! Jetzt habe ich auch noch meine Taschenlampe weggeschmissen. Ich Scheiße! wollte eben noch sagen, achte aber darauf, dass die Taschenlampe nicht wegschmeißt. Wir haben hier 8 Grad. Ja, das ist ja blöd. Ja, dann kommen, wir holen die. Hör auf! Das Buch ist noch hier. Ja. Scheiße, jetzt habe ich echt die. Und IMF ist auch noch hier auf dem Boden. Ja, ich bin voll. Du Nee, bist. oder? Ja, ich hab's Buch, Kamera, Taschenlampe, Infrarot hier. Ja, warte, ich mach. Weißt du, was total witzig wäre? Wenn wir in den Raum, wo wir die Sachen hingeschmissen haben, gar nicht reinkommen. Ja, das wäre jetzt echt blöd für mich. Mit dieser blöden Tasche. Alles übers Geländer geschmissen, für immer unerreichbar. Lauf mal nicht so schnell. Ich habe nur diese blöde Taschenlampe hier.
die UV-Lampe. Macht die kein gutes Licht? Zeig mal, wie ist denn das mit der? Boah, da siehst du ja gar nichts. Ja, eben. Oh Gott, ey, ist das ein Scheiß. Wir hätten gesagt, dass wir hier rein wollen. Ich bin der Meinung, du wolltest die Map spielen. Nein. Stimmt gar nicht. Hier hörst du hier im Wasser? Hier ist Wasser an Hahn. Das ist ja auch... Läufst du? Nee. Bin hier. Mann, du Affe, ey. Oh. Hier hinter der Wand. Hier ist der Wasserhahn. Ich brauche einfach nur meine Taschenlampe. Bitte. Hier ist Sackgasse. Wir müssen einen Raum weiter. Alter, nicht dein Ernst, ey. Ich kann so nicht mehr gucken. Ach. Deine Sanity ist bestimmt voll im Eimer, bis wir da ankommen. Ah, hier hat er einen Schrank aufgemacht. Ja, das ist sehr schön. Wie kommen wir jetzt in diesen blöden Raum? Was ist denn dieser verdammte Wasserhahn? Ah, hier. Er hat doch hier eine Tür aufgemacht und irgendwas hat gerade Kling gemacht da. Ja, siehst du, das ist das Quietschen bestimmt gewesen. Oh, wo ist meine Taschenlampe, ey? Da hinten. Hier hat er auch eine Tür geöffnet. Und hier ist der Wasserhahn. Ich leg die Sachen auf den Tresen, ne? Wo bist du denn? Schon wieder ein Quietschen. Das ist eine Tür, glaube ich. Ja, sag ich doch. Irgendwas ja, aber war... wo? Ja, genau. Hast du das gehört? Nein. Sorry. Was du das? Denn? Hast du gerade Nein gesagt? Ich hab gerüpft. Oh Gott. Ich hab mich gerade mega erschrocken. Ich hab gerüpft. Ich hab dein verstanden. Schreib ins Buch. Was ist denn der EMF? Auch da auf dem Tresen. Er hat ja hier im Wasserhahn angemacht und irgendwas hat er hier geschmissen. Ich gehe davon aus, dass der hier in dieser Küche rumläuft. Genau, guck mal Fingerabdrücke, ob du welche siehst. Mach ich gerade. 5 Grad hatten wir bis jetzt. 4. Seh nicht. Kälter wird's auch nicht irgendwie. Okay. John Clark, bist du hier? Ich werf jetzt hier ein Kreuz noch. Ich hole noch ein Kreuz schnell. Ich komm gleich. Na, lass mich doch hier nicht erlauen. Echt jetzt? Bin gleich wieder da. Oh, ich hab Angst. Ich hab dir die Tür aufgelassen. Ich wollte sie erst zumachen und sagen, du bist jetzt verhaftet. Musst deine Gefängnisstrafe absitzen, aber dann habe ich gedacht, das wäre voll fies. Mal nach der Sanity gucken, sonst muss ich ein paar Pillen mitbringen. Lebst du noch? Ja, ich weiß nicht, wie ich hier wegkomme. Bist du noch in den Raum? Nein. Geh mal wieder in den Raum. Oh Mann, oh. Ich bring dir gleich Sanity-Pillen mit. Was wollte ich denn? Kreuz. Die Quest kannst du sowas von knicken. Wir haben jetzt schon nicht mehr viel Zeit. Der hat gerade hier Flackerlicht und so gemacht. Ich bin schon auf dem Rückweg. Ich habe Pillen für dich dabei. Ich glaube, es war auch EMF5. Bin mir aber nicht sicher. Das ist halt so eine endlos lange Runde jetzt, ne? So.
Erstes Kreuz. Der wollte handeln, glaube ich. Nee, dann hast du Herz flackern und deine Taschenlampe flackert. Achso, hier war IMF5 und das Licht hat geflackert. Ich glaube, IMF5 war das. Deine Taschenlampe hat geflackert? Hier sind Pillen, ne? Auf dem Tresen. Wir haben 4 Grad hier. So, auch die kleine Küche hier ist kälter. Ne, ist nicht kälter als der Rest des Raumes. Aber ich komme hier nicht auf. Hier habe ich im Durchschnitt 8, 5. Oh, Kacke. 6. Was war denn das? Habe ich auch gehört. Der Wagen hier kann das nicht sein, ne? 3 Grad? Der war, glaube ich, hier an der Tür. Hast du noch die UV-Lampe? Ja, die liegt auf dem Tisch, glaube ich. Nee, ich habe die. Darf ich die haben? Ja, warte, hier. Mal schnell gucken, nur ob man an den Gitterstäben was sieht, aber... Nee, siehst leider nichts dran. Schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Bist du da? Gib uns ein Zeichen. Wie hieß der nochmal? John Clark. John, gib uns ein Zeichen. Ja, John Clark. Außer Orks haben wir jetzt nichts, ne? Nee. Schreib ins Buch. Ich habe jetzt auch nicht in der Kamera geguckt wegen den Dots-Projektor. John Clark, gib uns ein Zeichen. Hier kann man sich auch richtig scheiße verstecken, ey. Eigentlich gar nicht. Ich glaube, wenn er dich hier jagt, bist du einfach tot. Also zumindest so lange, wie du hier so dicht am Geschehen dran bist. Hier Fingerabdrücke. Wo willst du denn hier Fingerabdrücke nehmen? Ich weiß halt nicht, wie wir in so einem Riesenraum hier. War das bei dir oder bei mir? Bei uns. Oh, es klang so nah. John, wo bist du? Schreib ins Buch. Ich glaube, der schreibt nicht ins Buch, aber irgendwie. Das war ich. John, wo bist du? Kannst du mit uns reden? Gib uns ein Zeichen. Das ist ein Licht. John? Was ist denn da? Jetzt kommen meine Warp-Skills zum Einsatz. John, wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Was ist das ein? Also du hast ihn auf jeden Fall provoziert gehabt. Bist du raus? John? Wo bist du? Also wir haben durchgehend, plus gerade. John, schreib ins Buch. Ja, was kannst du hier noch machen? Wir könnten halt gucken wegen dem Dots-Projektor einmal. Ja. Müssen wir. Also es war auf jeden Fall Aktion, wo du weg warst, hat der IMF ausgeschlagen und das Licht hat geflackert halt. Ja, sonst bleib doch nochmal alleine hier. Vielleicht passiert das ja nochmal. Nein! Bist du irgendwie doof?
Ich will hier raus. Muss ich links, ja, ne? Ja, und dann jetzt hier rechts. Alter, das du ist gehst ja, als wenn du hier der Coolste wärst, ey. Ich bin hier der Coolste. Geh weg, ich will hier raus. Vergiss es. Ja. Ja, hat wohl nicht geklappt. Ne, ich hab die nicht ganz zugemacht. Ist mir schon geholt. Bettlock zum Computer. Seh nix. Ja, ich auch nicht mit deiner Birne ja, da. Da ist die Kamera. Hä? Nee, das ist eine andere Kamera. Was machst du denn hier für ein Quatsch? Hör auf damit rumzudrücken, wenn ich da auch rumdrücke. Hä, du hast das gerade gemacht. Ich hab gerade. Hä? Oh Gott, wir können jede Kamera von dem hier, das ist unsere. Deswegen, ja, ich die war vorhin aufgestellt, aber wir können jede Kamera von dem Gebäude. Man sieht nicht gut, ne? Nöp. Shit. Ja, einer muss noch mal rein die Kamera umstellen. Oh Gott. Das ist jetzt nicht wahr. Alter, ich hab schon wieder keine Sanity, ne? Wir haben keine Pillen mehr. Hm. Da ist ja wirklich nischt. Ja, nischt. Die Map war eine dumme Idee. Ich geh jetzt rein, stell die Kamera um. Hä? Falsche Richtung, warte. Mach mal, ich guck mal bei den anderen Kameras, vielleicht sehe ich da ja irgendwas. Okay. Wobei, du kannst ja nur Orbs sehen, wenn überhaupt. Und die haben wir ja schon. Ja, aber dann wüsste man, wo der ist. Wir wissen doch, wo der ist. Ja, weißt du ja nicht, ob der da bleibt. Ja, das war bis jetzt ganz eindeutig. Nein. Ja. Nein. Ja. Ich sag nein. Ja, sag. Nein, sag. Ah. Oh. Ich weiß, wo ich die Kamera platziere. Da musst du mir mal sagen, ob. Ah, nee, das müsste doch gut sein, oder? Obwohl, hier ist doch auch gut. Warte. Ich guck grad andere Kamera. Guck mal unsere Kamera. Seh dich, ha! Sieht man seh dich immer die andere Kamera. Ey, ich muss wissen, ob man die Dots jetzt gut erkennen kann. Auf so ein Wegelchen. Okay. Kann man jetzt gut gucken? Ja, eigentlich schon. Wo ist denn die Tür? Ach, hier. Was war denn das für ein Geräusch? Nehmen wir hier raus. Hat ja auch Lust, die Budepuppe einfach zu. Aber ich weiß, dass selbst wenn ich das. Aber da passiert gar nichts. Der kommt ja auch raus und bringt mich um. Absolut nix. Dots, Dots. Von links nach rechts rüber. Jetzt entscheide ich, ob du das Walkie-Talkie nimmst oder direkt mit mir redest. Achso, du bist schon ja hier. Ja, der ist rübergelaufen, von links nach rechts. Ja, dann haben wir doch schon mal zwei Beweise. Ja. Und ich glaube, IMF 5 war, aber ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, das war bis rot. Dann wäre es ein Raichu. Also wir haben definitiv bis jetzt keine Gefriertemperaturen gehabt, trotz Aktivität. Wir haben Fingerabdrücke, können wir eigentlich nur an dieser einen Tür nehmen, aber da interagiert er nicht mit. Mit der Geisterbox hat er nicht gequatscht. Ja, und das Buch ist ja auch nicht, da hat er auch nicht reingeschrieben.
Also müsste es ja eigentlich der Raichu sein. Ich weiß nicht, ob ich noch mal reingehen soll und ich könnte ja die Räucherstäbchen machen und Salz. Aber ich kann nur eins von beiden mitnehmen. Ja, muss ich mitkommen. Ja, willst du Räucherstäbchen machen? Ich mach Salz oder? Oh, nee, lass mich mal lieber Salz machen, weil sonst Ja, zünde ich das warte, wieder an. ich stell das hier hin. Ja. Ach ja, stimmt. Hä? Oh. Lasse ich denn hier? Toll. Alles außer die Taschenlampe. Ich wollte eigentlich den EMF mitnehmen, aber ist egal. Hey, wieso, was hast du noch mit? Ja, Kamera, Taschenlampe, Salz. Ach so, ja. Na, wir können ja auch das Kreuz gar nicht mitschleppen. Hier, ich habe auch Licht. Kannst du deine Kamera ausmachen? Dein Licht. Oh, nein! Bitte hör auf, mir anzuzünden. Hey, ich mache uns Licht. Ah, ein Daumen verbrannt. Ja, verbrenne ich mal noch die Flosse. Okay, also wir müssen erst das Salz machen, weil er muss erst durchlaufen. Nach dem Räuchern läuft er, also ist er erstmal verschwunden, kurzzeitig. Ja, der ist ja sowieso kaum zu sehen hier. Was ist das? Er Warum kommt, läufst denn du er weg? kommt, er kommt. Lauf schneller. Er hat die Tür zugemacht. Mach Licht aus, mach Licht aus. Wo muss ich hin? Ist weg, geht die Tür auf. Oh, weiß ich nicht. Ich wollte kein Licht mehr am Auge aus hier, ey. Ich gehe auf jeden Fall nicht nochmal. Alter, mein Herz, ich habe spitze Hände. Ich dachte, ich sterbe schon Wir wieder. können auch die Quest noch schnell machen. Bist du bescheuert? Ich komme hier meistens gar nicht raus. Ich auch nicht. Kann man das nicht hier vorne irgendwo machen? Nee, leider nicht. Pass auf, dann geh du zum Auto, dass einer überlebt auf jeden Fall. Ich räucher schnell. Dann haben wir zumindest eine Quest. Oh, hat sich ausgeräuchert. Und wie ist die Lage so? Ist es auf dem Board abgehakt? Echt nicht? Nein, hier ist nichts abgehakt. Aber das war doch der große Saal war doch auch der Geisterraum. Ich hätte das in dieser kleinen Kackküche machen müssen. Das ist nicht nur ein, also ich dachte, das ist ein Riesenraum. Da kommt er, er kommt glaube ich gleich, also die aktiv. Ach du bist schon hier. Ja, er wäre jetzt gekommen. Ich dachte, der große Raum und die Küche ist eins, weil das offen ist. Aber dann sind das zwei Räume quasi. Scheiße. Scheint so. Also ich habe jetzt angegeben den Raichu, dann hätten wir den Geist. Ich weiß ja nicht, ob du vielleicht noch mal das Salz machen willst. Du hast mir Sanity ja Vergiss gesagt. es. Vergiss es. Auf gar keinen Fall gehe ich da noch mal rein. Gib mir mal das Salz. Du Freak. Ich mach das nicht. Ich gehe drauf. Sag mir nur Bescheid, wenn er kommt. Ja, es geht schon wieder los. Ist doch voll gering. Ah ja.
Vergiss es, dass sie mich kriegst du da nicht nochmal rein. Wenn ich sterbe, siehst du es an der Anzeige, wo die Map drauf ist. Okay, ich also, sehe dich auch so, wie du läufst. Du blauer Punkt. Jetzt kommst du zurück. Oh nein, er hat dich eingesperrt. Er kommt. Er hantet. Er ist ganz, ganz oben. Das ging jetzt aber schnell. Ist vorbei? Ja, also der Strich ist weiter unten, nicht mehr ganz oben. Ich werde sowas von sterben. Ich schwitze richtig. Okay, ich komme jetzt raus. Ja, ich sehe dich. Es geht wieder ein bisschen höher. Es geht schnell, schnell, schnell. Ach, Gott, ich bin Alter. Draußen. Alter, war das eine Anspannung. Aber nichts erfüllt. Ich habe mich eben nicht mehr getraut, zu sprechen oder irgendwas zu machen, weil ich dachte, er kommt jeden Moment. Ich habe dich ja hier gesehen auf dem Ding als Punkt. Ja, da habe ich gesehen, wie du wieder zurückgegangen bist. Ich raff das überhaupt nicht, als du sagst, von wegen, er ist ganz oben, der Strich ist ganz oben, ne? Da habe ich so überlegt, ich so, hä, die sieht den auf der Map, ist der im Obergeschoss? Und später habe ich erst gerafft, was du meintest. Denke ich mal, die Stärke. Die Aktivität. Ja, aber ich verstehe es. Ich habe jetzt Salz im großen Hauptflur. Wahrscheinlich also ist er gewandert. Hinter dem ersten Gitter und in der Küche. Vielleicht ist er woanders, weil wo du reingegangen bist, ist er ja sofort los auf dich. Ja, aber er hat doch das Wasser angemacht. Oder ist der vielleicht... Ich weiß nicht. Also nochmal rein. Wäre dein Tod. Wir können auch mehr nicht machen und ich habe halt nur noch 38. Wollen wir gucken, ob wir richtig liegen? Können wir. Aber die Map ist eindeutig zu groß für uns beide. Auf jeden Fall. Wir haben den Geist aber. Reitschuh. Ja. Hast du auch angedingst, ne? Hä? Du hast auch den Reitschuh. Nee. Ah, ich hab's doch. Ich hab gar. Hast du vergessen? Ja, ich hab's. Ja. Scheiße, ich dachte, du hast das vorhin gemacht, als ich da angefangen habe auszuschließen. Nee. Ja, also habe ich kein Geld. Nee, war aber der Reitschuh. Ich habe auch nur 30 Dollar. Ich habe gar nichts. Aber das Gefängnis ist entweder zu groß für uns beide oder wir sind einfach vor allem auch im Team zu unerfahren. Nee, das ist zu groß, weil wo willst du nur anfangen zu suchen? Naja, du spielst das Spiel ja maximal mit 4 Leuten, ne? Ja, deswegen. Das ist ja mit 4 Leuten. Der eine geht da, der andere da, der andere da. So, und wir sind zu zweit. Und ich gehe bestimmt nicht alleine durch dieses krasse Ding da, ey.
Na, ist schon ein bisschen anders. Also vom Gruselfaktor her finde ich das Gefängnis mit am schlimmsten. Ja, das ist eklig. Da gehe ich nicht nochmal rein. Nee. Alles klar, ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Einschalten. War ein bisschen sehr lang, aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß dabei. Bis dahin, macht's gut, ciao. Ciao.